sehr schön, vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen im Namen der Jury des Hans- und Lea-Grundig-Preises 2015 die Shortlist, also die engere Auswahl, vorstellen zu können. Wir hatten in der Jury die schwierige, aber ganz tolle Aufgabe, aus über 250 Bewerbungen aus dem Bereich Bildende Kunst, Kunstgeschichte und Kunstvermittlung eine Auswahl zu treffen. Wir hatten uns entschieden, die Preisausschreibung auf Deutsch und auf Englisch zuzulassen, und das hat sich im Nachhinein auch als sehr sinnvoll erwiesen, weil wir sehr viele Einreichungen aus Israel, aus den USA bekommen hatten oder von israelischen Künstlern, die in Berlin leben, zum Beispiel eine ganze Reihe. Das war eine tolle Erfahrung. Und ich kann berichten aus dem Publikationsprojekt, dass sehr viele amerikanische Museen oder israelische Institute an der Arbeit der Grundig-Stiftung sehr interessiert sind. Also es schlägt weite Kreise mittlerweile. Statistisch wollte ich sagen, dass es einen Schwerpunkt in den Einreichungen im Bereich der bildenden Kunst gab. Also das war mit Abstand der größte Posten. Und dank Thomas Flehls Expertise und Erfahrung haben wir ein schönes Verfahren überlegt, wie wir von diesen 250 schrittweise eindampfen können auf 70, dann auf 20 und dann auf 14, dann auf 12 und dann am Ende auf 3. Also wir sind dann so vorgegangen. Wir haben uns zweimal getroffen in Berlin, wir haben kontrovers diskutiert, aber es lief immer sehr friedlich ab, also es gab keine großen Differenzen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte Ihnen jetzt die 12 Beiträge quasi kurz vorstellen. Ich möchte auch noch sagen, dass das Juryprozedere oder die Mitarbeiter der Jury auch für mich persönlich oder für alle persönlich eine schöne Erfahrung war, weil wir kollektiv zu einer Entscheidung gekommen sind und auch uns gegenseitig im Prinzip inspiriert haben. Und das war einfach eine tolle Erfahrung, auch für mich persönlich. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich komme zunächst zu den kunsthistorischen Arbeiten und danach zu den Einreichungen aus der bildenden Kunst. Ich habe eine alphabetische Reihenfolge hier in der Präsentation. Das ist aber keine Reihung im Sinne des Platzes, sondern es geht ums Alphabet. Bei der Kategorie Kunstvermittlung ist die Shortlist gleichzeitig die Preisträgerin oder die Gewinnerin, Frau Weizmann und ihr Team, sodass ich die Shortlist für die Kunstvermittlung hier an dieser Stelle ausspare. Ich komme also zur Kunstgeschichte. Der erste, alphabetisch erste Platz in der Shortlist Kunstgeschichte ist nicht diese Folie, aber es ist unsere Preisträger Lied Ballmann und Matthias Reichelt. Darüber wird Eva Adlan gleich sprechen. Ich komme jetzt zu Platz 2 alphabetisch. Die Arbeit der Münchner Kunsthistorikerin Bocho Dogramacci zu den Expeditionen von emigrierten Forschern in der Türkei in den 30er Jahren, 2013 erschienen, gefiel uns besonders aufgrund des überzeugenden Zusammenspiels von historischer Quellenkritik und eindrucksvoller Bildauswahl und weil die Arbeit ein bislang kaum beachtetes Thema in den Fokus nimmt. Anna Carola Krause aus Berlin, die heute auch hier ist, hat in ihrer langjährigen Beschäftigung mit dem Leben und Werk der deutsch-jüdischen Künstlerin Lotte Laserstein eine Biografie aufgearbeitet, die durchaus Parallelen mit der von Lea Grundig aufweist, aber doch wieder ganz anders ist. Lobend hervorheben möchten wir, dass Krauses wissenschaftlicher Impuls zu Laserstein sich nicht nur in tollen Publikationen niedergeschlagen hat, sondern eben auch in Ankaufsaktivitäten von öffentlichen Sammlungen. Also ein schönes Resultat daraus, dass Museen Werke von Laserstein gekauft haben. Mit dem kunsthistorisch-ästhetisch sehr anspruchsvollen Thema Faszination und Schrecken hat sich Martina Sauer aus Bühl in Baden beschäftigt. In ihrer 2012 erschienenen Studie geht sie der Frage nach, welche Emotionen die Werke Anselm Kiefers beim Betrachter auslösen und warum sie dies tun. Wir finden Sauers interdisziplinären bildwissenschaftlichen Ansatz sehr interessant und möchten auch noch hervorheben, dass ihre Schriften allesamt als Open Access, also kostenlos, über die UB Heidelberg verfügbar sind. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Schließen möchte ich die Shortlist Kunstgeschichte mit der Arbeit der Londoner Kunsthistorikerin Astrid Schmetterling zu Else Lasker Schülers Arbeit I am Joseph of Egypt. Diese Arbeit ist 2012 in der renommierten Fachzeitschrift Ars Judaica erschienen. Uns gefiel dabei die genaue, informierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Problem des Orientalismus im Werk von Else Lasker Schüler und ihren grafischen Arbeiten. Kommen wir nun zu den Arbeiten aus dem Bereich der bildenden Kunst. Die in Kiew und in Berlin tätige Künstlerin und Aktivistin Jewgenia Belorussets überzeugte uns mit ihren Fotografien zu den Arbeiten
zu den Arbeitern in den Kohleschächten der Ostukraine. Sie haben sowohl dokumentarischen als auch poetischen Wert und tragen einen ganz eigenen Realismus zur Schau. Anerkennend erwähnen möchten wir, dass Belorussets-Fotografien aus der Ukraine zum Beispiel schon bei Surkamp erschienen sind, also auch schon in Deutschland Anerkennung gefunden haben. Mit dem schwerwiegenden und weiterhin, man möchte sagen wieder oder immer wieder brandaktuellen Thema rechtsextremistischer Gewalttaten in Mitteldeutschland beschäftigt sich Esther Dischereitz aus Berlin seit den 1990er Jahren bereits für ihr Hörspiel Blumen für Othello über die Verbrechen von Jena, Klagelieder. Eine Koproduktion mit dem Deutschlandradio Kultur, wenn ich richtig informiert bin, von 2014, hat sie in Form einer multimedialen Sprech-Gesangsaufführung die Verbrechen des sogenannten NSU künstlerisch performativ aufgearbeitet. Jetzt würde in der alphabetischen Reihenfolge Olga Zsitlina kommen, aber das macht dann Eckhard Gillen, deswegen gehe ich jetzt weiter. Die in Berlin und in Belgrad lebende Performance-Künstlerin Tanja Ostojic beeindruckte die Jury mit ihren politischen, oft provokativen Performances wie Naked Life 2 von 2011 und Misplaced Woman von 2013. Sie thematisiert mit ihren Interventionen im urbanen Raum Fragen wie Migration, Ausgrenzung, Genderfragen, Ausbeutung sowie die prekäre Rolle von Frauen aus Südosteuropa in Mitteleuropa. Außerdem überzeugten die Jury die fotografischen und in den öffentlichen Erinnerungsraum hineinwirkenden Arbeiten der Leipziger Künstlerin Luise Schröder. Schröder hat sich für die Installation Vergegenwärtigen 2014 und Die historische Front von 2013 mit der Frage auseinandergesetzt, wie bestimmte Orte eine kollektive Erinnerung schaffen und wie bei Fehlstellen der Erinnerung solche Orte durch künstlerische Interventionen wiederbesetzt werden können. Die Jury hebt explizit auch die professionelle Präsentation und Aufbereitung von Schröders Arbeiten lobend hervor. Abschließend möchte ich mit dem fotografischen Interviewprojekt Sprachlose Gegenstände stoßen uns an, Nachdenken über Theodoros Bulgarides von Regina Weiß und Hanna Maischein von 2014. Auch diese Arbeit setzte sich mit den Mordtaten des sogenannten NSU künstlerisch auseinander, indem es nach den räumlichen und mentalen Erinnerungsorten an den Griechen Bulgarides fragt, der vom NSU als vermeintlicher Türke 2005 in München getötet wurde. Wir möchten diese Arbeit auch dafür hervorheben, dass sie in der engen Zusammenarbeit von Fotografie und Geschichtsforschung entstand und dass sie versucht, gängige Narrative kritisch zu hinterfragen. Die Jury, und dann spreche ich wieder für alle, gratuliert allen auf der Shortlist vertretenen Beiträgen für ihre hervorragenden und außergewöhnlichen Projekte. Vielen Dank. Ja, Sie haben weiterhin mit mir das Vergnügen. Ich komme zur Laudatio des der Kategorie Kunstvermittlung für den Hans-und-Lea-Grundig-Preis 2015, den wir an das Projekt aus dem zweiten Leben, Dokumente vergessener Architekturen, Englisch From the Second Life, Documents of Forgotten Architectures und das damit verbundene Team um Ines Weizmann verleihen. Dieses interdisziplinäre Forschungs- und Ausstellungsprojekt kombiniert mit den beiden Medien Architektur und Film die Frage über das Schicksal von Architekten und Künstlern, die von den Nationalsozialisten zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen worden waren. Ausgehend von Archivrecherchen und der Arbeit der deutsch-israelischen Architektin, Bauhistorikerin und Schriftstellerin Mira Wahrhaftig auf dem Gebiet der Migrations- und Exilforschung hat das vierköpfige Team um Weizmann und Wolfram Höhne, Künstler, Filmemacher, Dozent, Markus Schlafke, Künstler, Filmemacher, Dozent und Volker Umlauft, Filmemacher und Dozent, eine beeindruckende, beziehungs- und perspektivreiche Arbeit vorgelegt. Dabei geht es, wie der Titel verrät, sowohl um die biografischen Schicksale als auch um die Architekturen dieser Schicksale. Beide Kategorien entreißt das Projekt dem Vergessen und bringt nicht nur das Nachleben der im Exil errichteten Gebäude zum Vorschein, sondern auch das Nachleben derjenigen Gebäude, welche die Architekten vor dem Verlassen ihrer Heimat zurückließen. Das Projekt versteht Architektur nicht nur als Baukunst, sondern in erster Linie als soziale, politische und lebensweltliche Kategorie.
So nimmt es konsequenterweise die verschiedenen Akteure in den Blick. Die Architekten, die Bewohner, die Auftraggeber, die Nutzer. Durch diese differenzierten Perspektiven, die sich unter anderem auch in der formalen und medialen Vielfalt der Ausstellungsbeiträge widerspiegeln, gelingt es dem Projekt um Ines Weizmann, die Dynamiken und Komplexitäten des Systems Architektur zu veranschaulichen. Denn es fragt nicht nur nach dem historischen Blick, sondern verschränkt den Blick zurück mit dem nach vorn. Wie werden die Architekturen heute genutzt? Welche Perspektiven haben sie? Was sind potenzielle Umgangsformen mit diesen Zeugnissen des Second Life? Das kollektive Forschungs- und Filmprojekt, das im Sommer 2014 an der Bauhaus-Universität Weimar mit Studierenden der Fakultät Architektur und der Fakultät Medien erarbeitet und ausgestellt wurde, gefiel der Jury aus mehreren Gründen außerordentlich gut. Ich zitiere aus unserem gemeinsamen Urteil. Zitat: Das Projekt verbindet historische Recherche mit eigener Filmproduktion. Es stellt in vielerlei Hinsicht ein gelungenes Experiment in der universitären Lehr- und Forschungsarbeit dar. Die Beobachtung von städtischen Räumen, Gebäuden, Plänen und Dokumenten wurde mit der Dokumentation von Lebensgeschichten so verbunden, dass ein weitreichendes wissenschaftliches Netzwerk entstand, das von einer intensiven Literaturrecherche, Anfragen in städtischen und privaten Archiven und Sammlungen bis zu schriftlichen Korrespondenzen und Interviews mit Familienangehörigen, Bewohnern, Historikern, Denkmalpflegern und Experten reichte. Zitat Ende. Ines Weizmann ist seit 2013 Juniorprofessorin für Architekturtheorie am Bauhaus-Institut, jetzt wird es kompliziert, für Geschichte und Theorie der Architektur und Planung an der Universität Weimar. Sie studierte in Architektur in Weimar und an der École d'Architecture de Belleville in Paris, an der Sorbonne, an der University of Cambridge und bei der Architectural Association in London, wo 2005 auch ihre Dissertation mit dem sehr interessanten Titel The Disappearance of Everyday Life in East Germany Since Reunification entstand, also das Verschwinden des Alltagslebens in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung. Ist das eigentlich veröffentlicht worden? Vielleicht erzählen Sie noch was dazu. Frau Weizmann unterrichtete unter anderem an der Architectural Association, am Goldsmiths College in London, am Berlage-Institut für Architektur in Rotterdam und an der London Metropolitan University. Sie ist Herausgeberin des Buches Architecture and the Paradox of Dissidence 2014 sowie zusammen mit Eyal Weizmann des Buches Before and After Documenting the Architecture of Disaster, ebenfalls 2014. Sie hat diverse Artikel und Aufsätze unter anderem in Arch Plus und im Harvard Design Magazine publiziert und Beiträge unter anderem auch für Sammelbände verfasst. Außerdem ist Ines Weizmann als Künstlerin und als Kuratorin tätig. So war ihre Installation Repeat Yourself 2012 im Arsenale auf der Architekturbiennale in Venedig zu sehen und danach 2013 als Einzelschau im Architekturzentrum Wien und an der Columbia University in New York. Sie merken also, wie sich in ihren Arbeiten Forschung und Vermittlung gegenseitig ergänzen und bereichern. Der Jury fiel der Punkt der Kollaboration und der Teamarbeit des ganzen Projektes sehr angenehm auf. Die Studierenden des Projektseminars hatten die Möglichkeit, sich ganz konkret mit individuellen Beiträgen einzubringen. Die konzeptionelle und inhaltliche Arbeit zwischen Dozenten und Studierenden wurde hier tatsächlich einmal auf Augenhöhe praktiziert. Und wie gut das Ergebnis einer solchen Form sein kann, sehen Sie heute Abend. Weizmann und ihr Team haben uns mit ihrem historisch-kritischen, aber auch empirisch-emotionalen Zugang zu diesem wichtigen Thema überzeugt. Dieses Thema, das Nachleben exilierter Architekturen und Architekten, ist aufs Engste auch mit dem Leben und Werk von Hans und Lea Grundig verbunden. Diese Verbindung reicht weit über geografische Parallelen hinaus, berührt sie doch auch Fragen der Rezeption, der zeitgemäßen Vermittlung des Problemfeldes Kunst, Exil, Exilkunst, sowie der akademischen Erforschung und Aufbereitung schwieriger und politisch unbequemer Themen. Diese Herausforderungen haben sich Weizmann und ihr Team auf vorbildliche Weise gestellt. Mehr noch, sie haben nicht nur historische Grundlagenforschung betrieben, sondern auch Vermittlungsformen ausprobiert, die zukunftsweisend sind. Weizmann und ihr Team erweitern didaktisch und auch methodologisch den wissenschaftlichen Diskurs, indem sie auf einer Mikroebene einzelnen Schicksalen, einzelnen Bauten, einzelnen Objekten großen Platz einräumen. Kollektive Schicksale werden somit auf einer individuellen Ebene fassbar. Auf der Makroebene koppelt das Projekt die Einzelschicksale an den zeithistorischen und sozialen Hintergrund und bindet sie in die Geschichte des 20. Jahrhunderts ein. Und es leistet auch noch eine beachtliche Vernetzungsarbeit auf internationalem Niveau, denn das Projekt, von dem ich spreche, war sowohl zweimal 2014 in Weimar zu sehen, aber auch im Mai diesen Jahres in Tel Aviv im Max-Liebling-Haus, also wieder eine Verbindung zu Lea Grundig,
Also dem Lieblinghaus, einem Ort, das selbst ein Beispiel für das zweite Leben von Exilarchitektur ist und ab 2017, wie ich gelesen habe, das Kompetenzzentrum Weiße Stadt beherbergen wird. Mittlerweile, so sagte mir Ines Weizmann, sind nach der Ausstellung in Tel Aviv zu den neuen ursprünglichen Filmen 5 weitere hinzugekommen. Eine institutionelle Verstetigung erreichte das Projekt mit der Gründung des Center for Documentary Architecture an der Bauhaus-Universität Weimar. Dieses untersucht Architektur mit besonderem Hinblick auf seine dokumentarischen Qualitäten. Wir können also alle miteinander gute Dinge sein, dass wir noch vieles von Ihrem tollen Projekt, liebe Frau Weizmann, hören werden. Ihnen und Ihrem Team unseren herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Arbeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Vielen Dank an Herrn Zucrow. Vielen Dank an die Juroren für diesen Preis. Und vielen Dank an die, die diesen Preis wiederbelebt haben. Und vielen Dank für den Preis. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet. Ich muss jetzt nur dorthin gelangen. Wenn ich Ihnen hier danke, tue ich dies im Namen der Teilnehmer unseres Forschungs- und Filmprojektes. Das sind eben die Experten, der Herr Zucrow hat schon eigentlich alles gesagt, aber ich muss sie immer wieder erwähnen, denn das ist mein Team, so ist es ja beschrieben worden, das ist Wolfram Höhne, Markus Schlafke und Volkmar Umlauft, drei ganz wunderbare Kollegen, die diese Projekte intensiv mit mir betreut haben. Und natürlich geht der Dank an die Autoren dieser Projekte. Ich wusste das nicht mehr. Das passiert, glaube ich, nicht. Vielleicht kann noch mal jemand zur Technik kommen. Wir machen ja viel Medienarbeit und immer bei mir funktioniert es gerade nicht. Ja, also ich danke natürlich, also dieser Preis geht natürlich vor allem an die Teilnehmer dieses Projektes, dass ich das weiterklicken kann. Aber das geht nicht. Meine Studenten, die nun bereits ich habe das schon spaßhaft als zweite Generation benannt, es wird also auch eine dritte geben. Die Idee hat sich so entwickelt, dass wir, das ist unser Team, hier schauen wir vom, ja. Und das sind unsere Teilnehmer aus dem,
aus den beiden Generationen von 2015, 2014 vorher. Inzwischen haben wir die Ausstellung ein paar Mal gezeigt, haben uns sozusagen auch hier trainiert, wie wir diese unterschiedliche Orte nutzen, um die Film- und Forschungsarbeiten zu zeigen. Es ist also, wir haben Film-Essays zu je einem Gebäude, zu ungefähr einer Biografie eines Architekten oder einer Architektin, die sich dann aber in der Ausstellung im Zusammenspiel mit den Forschungsmaterialien zeigen, die also auch in anschaulicher Weise präsentiert werden, sodass man sich als Besucher der Ausstellung tatsächlich mit den Geschichten, auch der Aktenlage zu Gebäuden informieren kann. Durch diese Dynamik dieser verschiedenen Ausstellungen, das war also unsere letzte Ausstellung im Mai im Max-Liebling-Haus in Tel Aviv. Durch diese verschiedenen Ausstellungen gab es immer wieder eine Chance, auch das Projekt neu zu denken, es in neuen Räumen zu sehen, aber es auch zu erweitern. In diesem Fall war das also eine ganz wunderbare Verbindung mit zwischen der ersten und der zweiten Generation in Tel Aviv, sozusagen mit der Ausstellung anzukommen, etwas schon in der Tasche zu haben, zu präsentieren, aber dass wir uns sozusagen mit diesem Material dort bereits in die Stadt einfinden und wieder neu recherchieren. Also eine Ausstellung geht immer weiter mit neuen Projektideen und Fragen an die Stadt beziehungsweise an Archive, an Experten, Wissenschaftler, die uns sozusagen weiterhelfen. Aus dieser intensiven Arbeit zwischen verschiedenen Ausstellungen ist die Idee gewachsen, oder auch es war eine gewisse Notwendigkeit, denn die Studenten sind teilweise auch keine Studenten mehr. Sie haben graduiert, haben sie die Universität verlassen, sind aber trotzdem Forscher geblieben, beziehungsweise interessieren sich für das Fach und bleiben sozusagen dieser Gruppe verbunden. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dieses Center for Documentary Architecture zu gründen, welches sozusagen die Arbeiten zusammenfasst, aber auch neue Themenkomplexe behandelt. Dazu gibt es also auch eine Webseite, sodass wir mit dieses Archiv auch präsentieren und sozusagen anschaulich machen. Ich habe nicht die Zeit, direkt auf die Arbeiten einzugehen, aber die Idee ist eigentlich sehr schön, auch in diesem Projekt anschaulich, dass wir also versuchen, uns wirklich mit einem Gebäude zu beschäftigen, sozusagen versuchen, das ist so dieses Wortspiel auch mit der Center for Documentary Architecture, dass sich also Dokumentarfilm und Architektur als dokumentarisches Medium treffen. Dass wir meinen, dass die Architektur in gewisser Weise selbst sprechen kann. Und da muss man natürlich ein bisschen hinhören und recht viel Recherchearbeit betreiben. Und das ist natürlich eine Arbeit, die sehr viel Spaß machen kann. Und das ist, glaube ich, auch das Positive an dieser Arbeit, dass wir also Theorie, Geschichte sozusagen anschaulich machen, indem wir sie tatsächlich in Archiven recherchieren. Hier haben wir eine Arbeit, die ist bis nach London gefahren, ins Victoria and Albert Museum, um dort Dokumente zu Sigmund Jarecki zu finden. Und dazu kamen auch ganz wunderbare Begegnungen mit der Tochter des Architekten, die schon lange nichts mehr von Historikern gehört hat. Sie ist eigentlich überrascht worden vom Anruf oder der Anfrage der Studenten, und ist auch ein ganz wunderschönes Filmprojekt dadurch entstanden, oder auch eigentlich eine Freundschaft und eine Begegnung, die ganz wichtig ist. Und hier wird auch die Arbeit noch von
fortgesetzt. Das hat Herr Sukrow auch schon erwähnt, dass wir mit dem Mira Wahrhaftig Archiv arbeiten. Mira Wahrhaftig war eine Architektin, die in den 1980ern begonnen hat, sich eine unglaubliche Aufgabe zu stellen. Sie wollte alle deutschen jüdischen Architekten, Architektinnen wenigstens auflisten, wenigstens mal in eine Dokumentation bringen. Und um das zu tun, hat sie ein wahnsinniges Privatarchiv von Kopien, von Korrespondenzen und Begegnungen mit Zeitzeugen zusammengestellt. Und wir bauen eigentlich auf diesem Archiv, auf diese Sammlung auf. Also das ist im Prinzip eine Erweiterung durch die Film- und Recherchearbeiten, die sozusagen diese Geschichten auch aktualisieren, sie sozusagen in ihrem Nachleben betrachten. Daher kommt diese Organisation der Arbeiten als Archiv. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Vorne sind also die Namen verschlüsselt. Hier THME, das wäre Theodor Menkes. Es geht hier um ein Haus in Haifa, das Glashaus am Karmel, wurde 1940 gebaut und die Bearbeitung des Projektes war 2014, also das zur Entschlüsselung dieses Codes. Das wäre meine Arbeit, das war zu den Ruinen, den Überresten eines Kinos in Chemnitz von Bruno Kalitzki. Eine Arbeit, die sich gar nicht nur mit dem Film beschäftigt hat. Also, da ist eigentlich auch, sind wir darauf gekommen, dass in dem Moment, in dem man eine Kamera auf der Schulter trägt, etwas passiert am Ort, dass man sich bemerkbar macht, dass Leute das vielleicht suspekt finden, mal ein Gespräch entsteht. Und wir sind also in recht viele Briefkorrespondenzen gekommen. Und letztlich ist dieses Projekt nicht nur als Filmprojekt abgeschlossen worden, sondern es gab eine Freilicht-Performance, die sozusagen auf diesem, eigentlich am Ort des Kinos, nochmal eine Freilichtaufführung organisierte. Also das sind sozusagen nochmal erweiternde Ideen. Wir werden im Anschluss Gelegenheit haben, nochmal ein paar Filme einzulegen. Das soll aber im Anschluss stattfinden, da es sonst zu weit führt. Hier auch eine spannende Arbeit von Vera Heinemann und Eva Körber zu Dünya Averbuch und Elsa Guidoni zum Café Galina, welches im Moment auch in der Diskussion ist, in Tel Aviv ist wieder aufzubauen. Insofern, als wir das in Tel Aviv vorgestellt haben, war das von ganz großem Interesse. Und hier war ein bisschen so die Schwierigkeit, dass wir recht wenig Materialien hatten und sich wenig Dokumente eigentlich erschlossen. Und deswegen ist das auch ein sehr schöner Film, hier mal zu experimentieren. Wie kann man eigentlich Bilder lesen und sozusagen trotzdem diese Geschichte rekonstruieren. Ja, das war zu Sigmund Jarecki die Arbeit, wo ich die alte Dame schon ihr Bild gezeigt hat. Ein Kino hier in Berlin ist im Moment ein Verkaufsort für Waschmaschinen und Kühlschränke. Und es war ganz niedlich, dass die alte Dame das auch ganz bizarr fand und sogar ganz erfreulich, dass doch da wenigstens eine Nutzung nun an diesem Ort ist. Und also ganz charmant. Hier eine ganz spannende Arbeit zu dem Arnold-Zweig-Gebäude oder das Haus für Arnold Zweig von Harry Rosenthal, welches komplett, nachdem Arnold Zweig ausgezogen ist oder emigrieren musste, von einem deutschen General erstmal arisiert wurde und ihm erstmal ein schönes Satteldach aufgesetzt wurde und eigentlich diese schönen, gewagten, modernen
Strukturen ersetzt wurden durch eher so einen Heimatstil. Und das Projekt beschäftigt sich also mit den Bewohnern heute in dem Haus, die sozusagen diese Geschichte nochmal ganz anders durchleben und erzählen. Und vielleicht, damit das nicht zu lang wird, aber hier noch das Beispiel von den Kupferhäusern, die sozusagen als Fertigteilhaus aus Deutschland nach Palästina geschickt wurden. Man konnte also Vermögen in Kupfer anlegen. Und dieses Kupfer ist sozusagen samt Haus nach Palästina geschickt worden. Und hier ist unsere Studentin, hat etwa 5 Häuser aufgesucht und sozusagen das Leben dieser Bewohner nochmal dokumentiert. Hier, das ist vielleicht noch interessant, dass wir also in der zweiten Generation dann über die schon erforschten nochmal weiter die Projekte erweitern. Hier zu Bruno Kalitzki in einem anderen Gebäude. Tarzan in Berlin, eine künstlerische Arbeit und ja, hier zum Haifa, zum Talpiot Market und hier zu, auch eine spannende Nachnutzung der Synagoge in Plauen. Das ist ja bekannt, sozusagen, dass diese Synagoge zerstört wurde. Nun ist es spannend, und das, damit beschäftigen sich die Studenten, was ist denn an dem Ort danach passiert? Ja, ich werde es Ihnen nicht erzählen. Vielleicht gibt es Gelegenheit, den Film wirklich ganz zu sehen. Ja, also es ist eine Ausstellung, die sich also immer wieder in neuen Konstellationen findet. Und das merken Sie vielleicht diesen Projekten auch an, die unglaublichen Spaß machen, auch in der Recherche, die uns sozusagen auch verbinden mit einer wissenschaftlichen Netzwerk, dass wir, also wir haben Experten, die wir sozusagen regelmäßig kontaktieren und befragen, und deshalb geht der Dank auch an die, und ich weiß, es sind viele im Raum, die uns bei unserer Recherche danken, und ja, ich freue mich, dass wir so ein tolles Team haben, und ich hoffe, dass wir daran weiterarbeiten können. Dankeschön. Thank you.